Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6 und zwar weiterhin im Lost Between Worlds DLC. Und ich glaube, das wird die letzte Folge sein vom Lost Between Worlds DLC, denn wenn wir uns mal die Karte so anschauen, haben wir ja doch in den letzten Folgen schon relativ viel erledigen können. Wir haben 4 von 5 Scherben. 5 Scherben brauchen wir, um das Raumschiff zu reparieren und die Risskarten dazwischen haben wir mittlerweile auch in der letzten Folge alle freigeschalten. Das Einzige, das uns jetzt noch fehlt für diese Folge, ist eben die letzte Scherbe und die ist hier. Ich bin mal offscreen hierher gereist, über die zersplitterte Festung natürlich, dann das giftige Ödland, dann das versunkene Esperanza und durch den Tod durch Dunkelheit und bin jetzt kurz vorm Portal, das uns bringt zur letzten Scherbe und die holen wir uns jetzt gemeinsam in dieser Folge. Wir haben 903 Schimmer da oben und die brauchen wir definitiv nicht mehr, wenn wir mal sterben sollten, haben wir 100 weniger, aber wir haben auf jeden Fall gut vorgesorgt und können uns jetzt Richtung letzte Scherbe begeben. Nicht wundern, wir sind hier noch mitten im Kampf, aber das ändert sich gleich und zwar jetzt. Sonnenuntergang raus. So. Ich habe das Ganze mal im Schnelldurchlauf gespielt, einfach nur, dass ich schnell von Portal zu Portal komme, um eben gemeinsam mit euch jetzt hier rein zu starten. Wie sieht's aus? Sind wir bald am Ziel, Faye? In die letzte Scherbe. Kommandante Faye. Hier habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, ich muss raus. Guck mal. Wir sind hier in einem Gebiet, das theoretisch auch in Yara sich befinden könnte. Es gibt zahlreiche Uhren. Einmal 2, 3, 4, 5, 6. Warum gibt es hier so viele Uhren? Und alle zeigen was anderes an. Das ist das Beste. Wir haben den 25. Oktober, so wie es aussieht. Aber keinen einzigen Kristall. Warum nicht? Warum haben wir hier Schimmer? Aber keinen einzigen Kristall. Wir sind hier in irgendeinem unterirdischen Bunker. Man sieht hier Munition, die verschossen wurde. Okay, da oben tauchen die ersten Kristalle auf. Und da ist das unsere ist Scherbe. Scherbe. Da haben wir sie. Das letzte Stück. Nummer 5. Heb die Scherbe auf. Die Funktionsenergie der Scherbe ist anders. Ich weiß nicht, was sie tun wird. Und schnell zurück zu Faye. Komme ich mit allem klar. Aber was macht sie? Sie wird blau. Und das heißt was? Keine Ahnung, es passiert nichts. Es sind keine Feinde hier. Ich kann nicht weiter, bis ich alle Scherbenhaines getötet habe. Ach so. Und was ist denn hier bitte schön passiert? Guck dir mal die Brücke an da unten. Eieieiei. Und da eine fette Bombe eingeschlagen. Halleluja. Okay, und da sind ganz schön viele. Ach du Kacke. Okay. Wir haben leider nichts dabei, das uns irgendwie helfen würde. Hä? Was ist passiert? Dani? Ah, Temporalestase. Doch ich bin davon unberührt. Ah, ein Leuchtsymbol. Ich glaube, damit kann ich Sprengstoffe entstehen lassen. Verstehe. Zeit meiner Erdenfreundin beim Aufräumen zu helfen. Sieh mal an, ich benutze Redewendungen. Dann wäre so stolz auf mich. Na, guck mal eine an. Wir können hier Bomben platzieren. Cool. Wir können hier Bomben platzieren, um uns zu helfen. Das ist ja geil. Aber natürlich nicht überall, sondern nur an bestimmten Punkten. Bombe liegen. Und sogar mehrere. Guck mal, wir können hier welche legen. Wie viele können wir denn da liegen? Unendlich viele? 4, okay. Scheiße, ausgenockt. Na dann warten wir mal, bis der Rest kommt, wenn er noch kommt. Okay, das waren jetzt alle Roten auf einem Haufen. Das musste ich machen. So, und irgendein Blauer wartet hier ums Eck. Huch, das war auch noch eine Bombe. Ach nee, das war die Bombe, die jetzt hochgegangen ist. Okay. Na komm, den holen wir uns. Der ist ja keine Gefahr mehr. Ich hab Bomben gelegt. Ich war das. Sieh nur, was ich kann. Cool.
Du hast dir die Wolkenhände schmutzig gemacht. Scheiße, klingt das dumm. Aber wie cool, dass das geht. Ach du Scheiße, was passiert da drüben? Ein Windrad? Was hier mit der Brücke passiert ist, wie geil das einfach aussieht. Alter Falter. Und ich habe das Gefühl, wir werden noch einige von diesen Kämpfen hier haben, bis wir dann schlussendlich irgendwann mal bei unserem Portal, das uns nach Hause bringt, ankommt. Oder ankommen. Aber ich vermute mal, das wird nicht der letzte Kampf gewesen sein. Wir haben da oben schon wieder die Einblendung. Es kann nicht weiter, bis ich alle Scherbenhainis getötet habe. Was bist du denn da? Ach so, eine Leuchte. Ich dachte, da sitzt ein Tier. Okay, und die nächsten warten da oben. Scherbenhainis! Hey! Lust dir wieder die Hände schmutzig zu machen? Unmöglich. Aber gut, lauf in die Temporalpartikel. In die was? Ach so, in die Dinger hier. Das sind die Dinger. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, okay. Ich bin nicht immer perfekt, aber es ist jetzt egal. Ich helfe. Bin ich in interstellarer Navigation durchgefallen? Klar. Habe ich aus Versehen drei Schiffsrechenkristalle korrumpiert? Vielleicht. Aber ich lege diese Bomben voller Heldenhaftigkeit. So, und wir legen diese Bomben genau dort, wo wir auch gleich jemanden damit hochjagen können. Und zwar die, die wir vielleicht sonst nicht so einfach treffen könnten. Einmal, zweimal. Ich hoffe, die gehen auch gleich hoch. Die zwei da unten, die lassen wir einfach mal, würde ich sagen. Und die anderen Bomben, die legen wir mal hier hin. Und wenn wir wie immer vier Stück machen können, dann können wir da auch noch eine hinlegen. Und dann mal warten, dass die hochgehen. Schön! Schön, 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 schön. Okay, irgendwer ballert mit Granaten. So, ach, das ist noch ein blauer. Hoppla, den habe ich ja gar nicht gesehen da drüben. Warte mal, dann werden wir mal kurz eine andere Waffe wählen. So, dann nutze ich die Granate, die er da schießt, auch nichts mehr. Okay, okay, okay. Und wir nehmen trotzdem mal die Schimmer mit. Wenn wir schon mal da sind. Mit da oben werden wir so leicht... Käme ich da bestimmt hoch. Naja, wobei, so leicht nicht hinkommen. Wir haben eine Kletterhaken mittlerweile. Da kommen wir doch easy cheesy nach oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind nämlich 10 Stück, die da auf uns warten. Immer die, die extrem leuchten, sind die, die 10 Stück beinhalten. Und wo müssen wir jetzt weiter eigentlich? Ach, da hinten. Guck mal, da ist das Portal. Ah, da ist das Portal und da ist der nächste Durchgang. Okay, okay, okay. So wird dann eine Runde draus. Okay, okay, hier geht's weiter. So, wo kommen wir jetzt hin? Auf eine Art Schiff. Da ist dieses Rettungsboot, das kennen wir auch schon von den Schiffen im normalen Spielmodus. Beispielsweise das Schiff von McKay. Ich will das Ding mal nicht wieder hochkochen lassen. Glitzer, 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 Glitzer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Frage ist nur, okay, da drüben geht's auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal klar. Wir haben einen mit Raketenwerfer. Na, Glückwunsch. Ach so, da hinten. Hoppla. Da hinten ist unser Weg. Und da kommen wir wieder rein. In den kleinen Boxenstopp. Ich war in die Verdampfung eines Zwergplaneten involviert. Aber es war keine beabsichtigte Auslöschung. Wenn es ein Unfall ist, kann man es nur planetare Tragödie nennen. Ein großer Unterschied. Ja, das passiert hin und wieder. Also hin und wieder verdampfen einfach mal kleine Planeten. Das kann schon möglich sein. So, warte mal. Na gut, das Viviro bringt denen wahrscheinlich nichts. Ich leg das mal hier hin. Dann geht das Viviro sowieso auch mit hoch. Aber das Viviro wird denen wahrscheinlich keinen Schaden zufügen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie aufs Viviro anspringen. Dann haben wir da unten noch zwei nebeneinander. Die holen wir uns auch gleich mal. Den einen, den lassen wir mal da stehen. Der macht mir keine Sorgen. Wobei, da hinten ist gar keiner mehr. Na dann. Wenn wir da die Möglichkeit haben, mit 4 Bomben alle zu erledigen, dann versuchen wir das.
Und jetzt ist eine gute Frage, ob das funktioniert hat. Oh, bist du Scherbenfresser. Ich glaube, einer hat das überlebt. Wo auch immer sich der gerade rumtreibt. Wo bist du? Der ist da oben. Blau oder rot? Welche Farbe? Ein roter. Kein Schaden genommen. Das können wir ändern. Nicht schlecht für ein faules Alien. So. Gut, hätten wir mit der Seilrutsche auch lösen können. Egal. Ui, wie aufrecht das Boot da steht. Also da haben sich die Entwickler schon einiges einfallen lassen, um die Map natürlich nicht real aussehen zu lassen, sondern ein bisschen utopisch. Und das ist sie definitiv. So, da oben geht's weiter. Hier rumzuhängen bringt nichts. Ja, ich hänge ja nicht rum. Ich gehe ja, meine Liebe. Hallo, hallo. Willst du mich jetzt stressen, oder was? Kurz vorm Schluss. Schön, dass du wieder ein Wolkending bist, Faye. Fühlst du dich jetzt besser? Warum? Hast du dich um mich gesorgt? Was? Nein, gar nicht. Werd nur nicht wieder zu einem Menschen, okay? Oh, nein. Das war unerträglich. Ja, wir Menschen haben es halt auch nicht leicht. Nur ist halt die große Frage, wer sind denn die anderen Leute? Wer sind denn die anderen Kreaturen, die sich da im Weltall möglicherweise rumtreiben? Mein Ausgang ist am Ende des Strands. Zwei Minuten haben wir Zeit dafür. Na, Glückwunsch. Dann verurteilt mich nicht. Ja gut, ich habe eine vorzeitige Eiszeit verursacht und eine junge Zivilisation ausgelöscht. Aber wie soll ich die atmosphärischen Bedürfnisse jeder kunststoffbasierten Lebensform kennen? Die Eiszeit wäre sowieso gekommen. Bestimmt. So, da hätten wir schon mal vier ausgelöscht. Da oben stehen noch mal ein paar. Und wir haben nur drei Bomben. Okay. So, das heißt, einer bleibt hier Minimum mal übrig. Aber ich vermute mal, es wird noch der ein oder andere auch noch rumstehen irgendwo. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Wir nehmen mal den sicheren Weg. Jetzt hier zu verrecken, wäre, glaube ich, wirklich peinlich. Eieieiei, okay, es geht nach oben. Einmal, zweimal. Können wir das zerstören? Können wir, cool. So, sind wir überhaupt noch richtig? Ich glaube schon. Rauf, 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 hallo? Rauf und nochmal rauf. Das war, wie gesagt, jetzt fast schon ein bisschen peinlich. Halleluja. Okay, da hätten wir so ein Ding gehabt, auf das wir dann drauf schießen können, dann wären die beide weg gewesen, aber wahrscheinlich auch wir. Weil das ja doch eine heftige Explosion mit sich zieht. So, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Halleluja. Kommen wir da nach oben? Ach, hier. So. Okay. Wir sind dem Ziel zum Greifen nahe. Noch ein roter, Achtung. Solange die nebeneinander stehen und die gleiche Farbe haben, ist alles in Ordnung. Da brauchen wir nämlich nicht unser Magazin wechseln, unsere Waffe wechseln. Eine Luke oben auf dem Bauwerk ist offen. Geh! Es gibt keine Verteidigungseinheiten mehr. Ist das der Fall? Oh. Oh. Na, gucken wir mal. Mein Ausgang ist am Ende des Strands. Wir sind von einem Strand hier weit entfernt. Wir sind gerade irgendwo auf einem Hochhaus, so wie es aussieht. Suchen wir das Portal. Und sind aber anscheinend tatsächlich am richtigen Weg angekommen. Was auch immer da hinten alles noch so zu finden gewesen wäre, vermutlich nicht viel. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir dorthin kommen. Aber unser Portal ist hier. Unser Portal zurück. Mit der fünften und letzten Scherbe. Oder noch nicht ganz, so wie es aussieht.
Schade, das wäre voll episch jetzt gewesen gerade. Aber wir sind noch nicht durch. Mein Ausgang ist am Ende des Strands. Wir müssen noch ein bisschen. Okay, dann kämpfen wir noch ein bisschen. Ich lag gleich mal nach. Wir werden bestimmt noch eine Situation Minimum haben, wo wir ein paar Bomben platzieren können. Ja, da oben ist auch schon wieder die Einblendung. Das Problem ist ja immer nur, ich weiß nicht, wie viele wir platzieren dürfen insgesamt. 3, 4, 5. Wie viele sind es denn diesmal? Steht das hier irgendwo? 5? Okay, da unten steht es tatsächlich. Hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Ich weiß, dass ich abgestürzt bin. Fehler einzugestehen ist sehr befreiend. Ich freue mich darauf, den Fay davon zu berichten. Ich gehe neue Wege. Dani auch. Deswegen sind wir hier. Gemeinsam. So, ich versuche mal all die zu erledigen, die wir so in die Luft jagen können. Oder die, die ganz oben stehen. Das wäre auch mal wichtig. Wie beispielsweise der hier, weil den können wir bestimmt schlecht erledigen. Aber die anderen sollten theoretisch ganz gut zu killen sein. Bis vielleicht auf den hier. Den holen wir uns noch. Oder die beiden hier. Guck mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden das mal hier hinstellen. Und aufs Beste hoffen. Denn wir stehen voll im Offenen. So, der Blaue da oben hat es überlebt. Der natürlich genauso. Aber der Großteil der anderen sollte theoretisch... Oh, Hallöchen. Sollte theoretisch weg sein. Okay, der Nachschub kommt. Achtung. Meine Welle scherben, Trottelchen. Machst du doch mal dein Zeitreisen-Explosionsding? Klar, geh einfach in das Feld mit den Temporalpartikeln. Den Rest mache ich. Ja, wo sind die denn? Ach, hier. Sich mit Dani dem Unbekannten zu stellen, ist für jeden so tolle Chancen. Selbst wenn Dani stirbt, hat es etwas Gutes. Ich habe getan, was noch kein Fay getan hat. Mit Menschen interagiert, mich dem sicheren Tod gestellt und Redewendungen benutzt. So, dann würde ich gerne die nächste Bombe hier platzieren. Dann wird nämlich der genau reinfallen und die andere Bombe können wir hier platzieren. Wobei, da sind ja doch ganz schön viele von denen. Das Feld nochmal nutzen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da drüben ist unser Ziel. Dort wollen wir hin. Dort wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Okay, und ich habe das Gefühl, das ist hier wieder so eine unendliche Geschichte. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das ist hier wieder so eine unendliche Geschichte. Wo ist das letzte Scherbengesicht? Da haben wir noch eins. Und jetzt... Für ein faules Alien. Oh, fuck. Wir gehen nicht dorthin. Funktioniert noch nicht, aber jetzt. Jetzt kommen wir hin. Die Brücke hat sich erhoben. Und jetzt, dann wirklich jetzt... Mal raus, ob's das alles wert war. Können wir... Zusammen durch. Die letzte Scherbe beim Raumschiff ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Wir gehen zurück, wo alles begann. Na dann, Fay. Der Moment der Wahrheit. Das Eindämmungsprotokoll schlug mich nicht länger als Bedrohung ein. Ich habe mich geirrt. Oh nein, Dani! Was passiert? Schon okay. Man kann sich nicht immer irren. Wirklich? Warum nicht?
Hier! Hier, gleich! Was machst du da? Oh, 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 oh. Faye, wo bist du? Im Schiff. Ich versuche das Eindämmungsprotokoll zu bekämpfen, aber es hat den Nyamodus aktiviert. Ja, was? Nyamodus? Klingt gefährlich. Das ist die erste Sicherheitsmaßnahme. Ich hatte befürchtet, dass du dich ausmerzen willst. Mal sehen, was ich tun kann. Bleib du am Leben. Na, Glückwunsch! Der Schiff hat einen Laser aktiviert. Hab's bemerkt! Der Schiffskern liegt frei, wenn der Laser feuert. Schieß drauf, dann! Das Protokoll schafft der Einheiten. Komm doch! Wenn der Laser feuert, können wir aufs Schiff schießen. Aber das Schiff kann natürlich auch Einheiten spawnen lassen. Alter Falter, holjojojojoj. Na gut, das hat er nicht so viel gebracht. Scheiß mich an, ey. Und jetzt kämpfen wir gegen das gesamte Schiff, oder wie? Wir kämpfen gegen das, was wir eigentlich gerade wieder in Stand gesetzt haben. Schieß auf ihn, um ihn abzuschalten. Du meinst, oh, wer bist du denn? Ja, genau, ich stehe hier in Lina. Verdammt, adios, Julia. Das Protokoll bringt Schutzeinheiten hervor. Blätterfressen, adios. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier reingeraten, bitteschön? Ich muss die schwebenden Knoten ausschalten, die das Schild versorgen. Wie viele sind das denn? Jetzt kämpfen wir gegen das gesamte Schiff, oder was? Okay, da kommen wir gar nicht hin. Wir müssen also erstmal wieder runter. So, das Ding ist auf jeden Fall schon mal weg. Schiff ist immun, na Glückwunsch. Hat das noch irgendwo einen Knoten? Ach, da oben. Das ist deine Chance. Schieß auf die Datenpunkte auf dem Schiff. Was ein Scheiß! Eieieiei, und dieser Schiff hält einiges aus. Guck mal an, wir haben gerade mal ein Viertel von der Gesundheit weg. Schiff online! Schalt ihn aus! Und nicht mehr viel Muni, Freunde. Na gut. Das Flugzeug verwirrt sich. Der Schiff ist kristallisiert. Na sehr gut. Ich schiebe Waffen in die Oberfläche, die du beschießen kannst. Ich wollte auf meine Seite. Lauf! Wer kommt? Ja, ich vergiss gar nichts mehr. Ich hab gar keine Munition mehr. Wo soll ich denn die herbekommen eigentlich? Das ist eine gute Frage, oder? Wo soll ich denn Munition herbekommen, wenn ich keine mehr habe? Weil das weiß ich gerade eher nicht so. Ja, funktioniert das wirklich? Sieht nicht so aus, als ob da irgendwas funktionieren würde. Eieieiei, wo soll ich denn hier Munition herbekommen? Natürlich! Das Ding habe ich noch. 23 Schuss. Okay, da ist Muni, Gott sei Dank. Na, Halleluja. So, kein Plan, wo der hinballert. Oh je. So, mal gucken, dass wir da drüben irgendwie was erledigen können. Ja, Verteidigungseinheiten! Hallo, Löcher! Ja.
Okay, das Kristall da wegzuschießen, das funktioniert zum Glück ziemlich gut. Ui. Das hat noch circa ein Drittel Leben. Ach du Kacke, was soll man jetzt wieder machen? Erstmal heilen, würde ich sagen, ist angesagt. Lädt sich die Gesundheit von dem Schiff eigentlich wieder auf irgendwie? Ach du Kacke. Ich gehe. Ciao. So, gleich wieder keine Muni mehr am Konto. Na, Glückwunsch. Wir sacken uns gleich mal wieder alles ein, was wir kriegen können. So, wo müssen wir noch? Wo fehlt noch was? Irgendwas fehlt noch. Wir haben ziemlich viele Rot verschossen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen auf Blau umswitchen. Da muss doch noch irgendwo was sein. So, wie schaut das aus hier? Ich hole Daten auf die Oberfläche. Du schießt weiter. Da drüben haben wir die blauen Flächen. Da sind wir richtig. Und was Rotes leuchtet da sogar auch noch durch die Gegend. So, das nächste wäre zerstört. Ein bisschen Leben hat's noch, aber nicht mehr viel. Wir sind schon gut dabei. Wir sind schon wirklich, wirklich gut dabei. Das Protokoll ist fast am Ende. Und das Ding da oben noch. Und dann war's das. Als nächstes vielleicht noch Bescheidenheit. Bescheidenheit? Vielleicht bringst du mir das bei. Zuerst teile ich meine Weisheit. Die Kolonie ist nur 9,3 Millionen Erdenjahre entfernt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so lange warten will. Oh, dann erzähle ich den Fake von dir. Darüber, wie du trotz Fehlern weitergemacht hast. Andauernd. Vielleicht verehren sie dich dann auch. Das wäre doch mal eine nette Abwechslung. Ich schätze, das war's jetzt? Ja. Leb wohl. Meine Freunde. Und das war Far Cry 6, das Lost Between Worlds DLC. Und wir sind wieder auf unserem Heimatplaneten angekommen, auf Mutter Erde in Yara. Und da laufen jetzt sogar die Credits durch. Na, guck mal an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da Credits kommen werden. Ah, to our team members in Ukraine, your strength and resilience are an inspiration to us all. We stand in solidarity and support during these difficult times, the Global Far Cry Team. Das ist natürlich eine wichtige Message, die da nochmal eingeblendet wurde. Dankeschön an Far Cry, an die Entwickler von Ubisoft. Darüber. Ach, guck mal, sogar das Entwicklerteam in Kiew ist hier erwähnt. Vielleicht haben die dort auch mitgearbeitet, das kann natürlich auch sein. Auch in den Zeiten, wie sie eben gerade sind, versucht man ja trotzdem noch zumindest halbwegs die Realität oder die Normalität passieren zu lassen, so gut wie es eben geht. Und diejenigen, die vielleicht bei Ubisoft Kiew daran gearbeitet haben, die sollen natürlich auch hier erwähnt werden in den Credits. Ja, und das ist Far Cry
Lost Between Worlds gewesen. Das DLC, erst vor kurzem erschienen im Dezember, ich glaube am 6. Dezember ist das Spiel erschienen. Es ist heute der 14. Dezember. Natürlich, bis ihr die Folge seht, das dauert noch ein bisschen, das ist ganz klar. Da kommen ja immer nur so 3 bis 4 Folgen pro Woche von Far Cry 6, weil ich eben ja durch die Hauptstory schon durch bin und jetzt eben nur noch das kommt, was eben zum Schluss noch ansteht. Unter anderem eben dieses DLC und natürlich auch noch die anderen DLCs, die noch folgen werden, wie beispielsweise eine kleine Reise zurück zu Far Cry 5, zu Joseph Seed, eine Reise in Far Cry 3, eine Reise nach Far Cry 4, also da steht noch einiges auf jeden Fall an und das werden wir gemeinsam erleben in den nächsten Folgen dann hier bei Let's Play Far Cry 6. Wir werden aber erstmal das machen, was wir bisher gemacht haben, und zwar Yara komplett zu entdecken. Wir haben in der Leste noch ein bisschen was übrig, das wir entdecken wollen, und in Esperanza wollen wir es natürlich auch nochmal genau umschauen und dann würde ich gerne noch die Sachen, die uns fehlen, sammeln, das heißt alle Sachen, die wir lesen können, alle Hähne, die wir vielleicht noch brauchen, wobei ich glaube, da haben wir mittlerweile schon alle Textdokumente und so weiter und so fort. All das, was man sammeln kann, würde ich gerne mitnehmen. Das ist auch mein Plan. Und dann haben wir noch ein paar Missionen von Lola, die auf uns warten. Und eben die anderen DLCs, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5. Nochmal eine Reise zurück in alte Far Cry-Teile. Das ist der Plan für die zukünftigen Far Cry 6 Folgen. Ja, und ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Ich habe das versucht. Am Anfang habe ich versucht, jede Risskarte, jede Mission quasi auf eine Folge aufzuteilen, aber irgendwie mittendrin sind da plötzlich Risskarten aufgetaucht, wo wir in 10 bis 15 Minuten durch waren und da kann ich natürlich keine einzige Folge draus machen, weil ich versuche ja Far Cry-Folgen immer so zwischen 30 bis 40 Minuten lang zu machen, deswegen habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, die Folgen ein bisschen, na, ich würde jetzt nicht sagen länger zu machen, aber ein bisschen mehr in die Folgen reinzustopfen, vielleicht mal 2 Risskarten oder vielleicht mal 2 Risskarten und eine Scherbe mitzunehmen. Das hat ganz gut funktioniert, muss ich ehrlich gesagt zugeben, und ich muss auch sagen, mich hat dieses DLC sehr, sehr, sehr überzeugt. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die sagen, passt überhaupt nicht in die Reihe, warum hat man nicht was anderes gemacht, warum gerade das hier, was eigentlich überhaupt nichts mit dem Far Cry zu tun hat oder mit dem Far Cry 6 zu tun hat, das wir bisher kennen, das hat weder was zu tun mit Esperanza, weder was zu tun mit einem verrückten Diktator, noch sonst irgendwie was mit Yara, sondern die Außerirdischen kommen auf die Erde, stürzen auf die Erde ab und wir müssen ihnen helfen oder wir müssen ihr helfen, wieder zurückzufliegen, wieder die Erde zu verlassen und zurückzufliegen zu dem Ort, zu dem Planeten, wo die Außerirdischen oder wo Faye als die Außerirdische zu uns zurückgekommen ist. Das ist der Sinn dahinter gewesen, hinter diesem DLC. Wir haben eben, wie gesagt, 15 verschiedene Karten gehabt, 10 Risskarten und dann auch noch die 5 Scherben. Alle 5 Scherben haben wir zurückbringen können und schlussendlich dann zum Glück das Schiff nicht demolieren müssen, also dass Faye quasi auf die Erde gebunden bleibt, weil sie nicht mehr nach Hause kommt, weil wir das Schiff zerstört haben. Sie konnte mit dem Schiff nach Hause, aber natürlich das Eindämmungsprotokoll hat uns als Bedrohung angesehen. Das war mir irgendwie schon klar, dass da irgendwie noch so ein Bosskampf kommen wird, relativ zum Schluss. Dass wir dann gegen das komplette Schiff kämpfen, habe ich nicht gedacht. Ich dachte, da kommt vielleicht einfach nur eine Welle an Feinden, die metzeln mal nieder und das war's dann. Aber okay, wir haben gegen das Schiff gekämpft, haben uns gut verteidigen können, haben das Ganze sogar im ersten Anlauf machen können. Ja, und jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch das Lost Between Worlds DLC und kehren wieder zurück nach Yara in unsere normale Welt und können dann dort eben in den nächsten Folgen wieder ein bisschen was aufdecken. Ich war sehr überzeugt vom DLC, hat mir Spaß gemacht. Was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass man nicht irgendwie sagen konnte, okay, man startet irgendwo von einer Risskarte zwischendrin, sondern dass man immer wieder vom Ursprungsort, immer wieder von dieser verschlossene Ruine oder zerstörte Ruine oder irgendwie sowas. Also quasi die erste Karte, wo du auswählen konntest zwischen den 4 Wegen, was möchte ich haben, dass man immer wieder dort anfangen musste. Fand ich ein bisschen schade, ich hätte mir das gerne gewünscht, dass man quasi auch sagen kann, okay, man möchte jetzt auf irgendeine Risskarte und einfach dort losstarten. Ging leider nicht. Vielleicht geht das jetzt, wenn man quasi nochmal einen neuen DLC reinladen würde, dass man bestimmte Risskarten nochmal durchspielen kann. Wobei, ich glaube gar nicht, dass das gehen wird. Ich glaube, auch da wird man wieder am Anfang starten müssen und dann eben sich so seinen Weg bahnen durch die verschiedenen Risskarten, um eben dann eine Scherbe mitzunehmen. Aber okay, das war das Einzige, was ich irgendwie bemängeln kann. Ich fand die Grafik hammer geil. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Auch diese dystopisch-utopischen Welten. Dann hast du ein paar Sachen, die dir bekannt vorkommen, wie zum Beispiel jetzt, wo wir die letzte Scherbe geholt haben, in diesem unterirdischen Bunker, wo ja alles noch relativ normal ausgesehen hat. Und plötzlich stehen wir irgendwo, wo es wieder ganz anders aussieht, wo auf einmal Leuchttürme uns entgegenragen oder wo plötzlich riesige Wolkenkratzer auftauchen, und zwar nicht nur einer, sondern 10 nebeneinander, wo die Straßen auf einmal senkrecht nach oben wandern. Also ich fand die Grafik wirklich, wirklich geil. Das versunkene Esperanza, wir tauchen durch Esperanza hindurch, tauchen irgendwo wieder auf und gehen in die nächste Welt.
schießen uns unseren Weg frei Richtung nächsten Portal. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, hat mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Ihr könnt gerne eure Meinung zu diesem DLC in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Ja, und wir sehen uns dann eben, wie gesagt, wieder in der nächsten Folge. Da geht's ganz normal weiter in Yara und wir holen uns dort die nächsten Dinge auf der Karte in Aleste und in Esperanza, die uns noch übrig bleiben, die wir noch sammeln müssen. Ja, und dann schauen wir mal, was das Spiel noch so zu bieten hat. Wo wir noch so unsere Sachen vergessen haben mitzunehmen, wo noch ein bisschen was zum Lesen liegt, wo noch vielleicht ein paar Kisten rumliegen, die wir mitnehmen wollen. Alles das dann eben in der nächsten Folge. So geht's dann weiter in den nächsten Runden hier bei Let's Play Far Cry Nr. 6. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen von dieser Folge hier und ich hoffe, euch hat das DLC genauso gut gefallen wie mir. Und wie gesagt, es geht dann weiter in der nächsten Folge wieder ganz normal in den Äste auf Yara. Danke nochmal fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein und tschüss!
1045.021 an Raumpannendienst. Mein Schiff braucht einen Pannendienst, ganz klar. Ich bin auf dem Weg zur Galaxie Ark zur Taok und, wurde angegriffen. Ja, mein Schiff wurde angegriffen und ich bin abgestürzt. In der Reihenfolge. Mein Schiff ist beschädigt und auf einem Gesteinsplaneten gestrandet, Erde genannt. Ich bin unverletzt, aber mein Erregungszustand ist kritisch. Bitte schicken Sie Reparatur- und Spezies-Auslöschungsteams sofort. Raumpannendienst, hier ist wieder Faye 1104.521. Update, lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich bin sicher hier auf der Erde, soweit ich... Wer ist da? Zeig dich! Oh, ein Appendix? Ich habe einen kleinen entzückenden Appendix am hinteren Ende. Wie sonderbar. Oh, er wackelt. Oh, das erfordert weitere Studien. Fail 1104.021 an Pannendienst. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen wunderbaren Fehler. Bitte alle Bergungs- und planetaren Zerstörungsmissionen für den astronomischen Körper namens Erde abbrechen. Alle Systeme sind einsatzbereit und der Annäherungsvektor wurde auf universellen Wissensaustausch gestellt. Haltet euch bereit. Ich habe Wissen für euch. Komplett neues Wissen. Fake Cluster 21608 wird noch bereuen, dass sie mich fahrlässig inkompetent nannten. Ha!